Sie sind hier, 24. November 2018, 15.43 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Johannes Reizeck wurde zum Saisonauftakt Dritter in Kuusamo. Urheberrecht Getty Images. Johannes Reizeck feiert zum Auftakt in die Saison der nordischen Kombinierer einen gelungenen Start. Der Deutsche wird im Einzel Dritter. Erik Frenzel enttäuscht. Kombinations-Olympiasieger Johannes Reizeck ist zum Auftakt der Weltcup-Saison mit einer starken Vorstellung auf das Podium gelaufen. Beim ersten Karrieresieg des Österreichers Mario Seidel stürmte der Rekordweltmeister nach Platz 8 im Springen noch auf den dritten Rang vor. Reizeck, der 2014 und 2016 Dekasekunden-Erste sowie im Vorjahr das dritte Saisonrennen in Kuusamo gewonnen hatte, lag im Ziel 1:08:00 hinter dem souveränen Seidel, der bereits nach dem Sprungdurchgang deutlich geführt hatte. Zweiter wurde mit 16,5 Sekunden Rückstand der Norweger Jarl Magnus Ribert. Das war ein super Start in die neue Saison. Bei den schwierigen Bedingungen in Kuusamo heißt es, bei sich zu bleiben. Das ist mir gelungen, sagte Reizeck. Man weiß zum Saisonstart nicht, wo man steht. Ich habe mich gut gefühlt und zum Schluss noch eine coole Attacke setzen können. Mehr als Platz 3 wäre nicht drin gewesen. Es ist das erste Rennen gewesen. Da war sich Johannes noch nicht sicher, wie stark er ist, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch im ZDF. Letztlich hätte er noch etwas schneller laufen können, aber mehr als Platz 3 wäre auch da nicht drin gewesen. Zweitbester Deutscher war Manuel Feist auf einem starken fünften Platz, 1:18,7. Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger wurde 8. 1:50,9, der deutsche Meister Fabian Riesle und der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger Erik Frenzel kamen nach einem bei sehr schwierigen Windverhältnissen verpatzten Springen nicht über die Plätze 18:03:02 und 19:03:01:09 hinaus. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.